In einer Rekordbauzeit wurde die neue Kinderkrippe dem bestehenden Gemeindekindergarten sozusagen zur Seite gestellt. Das war Grund zum Feiern. Für die zukünftigen Schützlinge der Irdninger Kindergrippe, aber auch für die Irdninger Gemeindeführung, dessen Bürgermeister Franz Ditschenbacher nun ein Vorzeigemodell mehr zum Vorweisen hat. Es war aber auch ein Grund zum Feiern für den Architekten Diplom-Ingenieur Gerhard Greiner, der einerseits stolz auf die nur 13-wöchige Bauzeit verwies, andererseits sich für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung seitens der Gemeinde Irdning bedankte. Und es war ein Grund zum Feiern für die beiden Pfarrherren, Herbert Prohaska und Gerhard Lieberknecht, die in Gottes Namen die Irdninger Kinderkrippe seiner Bestimmung übergaben. Auch das vom Verein Wiki finanzierte Personal, in deren Obhut die Kinder stehen, wussten diesen besonderen Tag und Ort zu feiern. So werden in diesem Regionext-Modell ein vom Land Steiermark initiiertes und unterstütztes Kleinregionalprojekt bereits Kinder aus den Gemeinden Taublitz, Wörschach, Eigen, Steinach und Irdning betreut.